So, meine Freunde, ihr seht, ich habe wieder einiges hergestellt, denn jetzt geht's los mit dem ganzen Gefriemel an Lampen und Elektronik und LEDs und dem ganzen Zeug. Deswegen machen wir hier direkt weiter. Die Kabine ist soweit ja vorbereitet und ich habe hier die Löcher ja schon drin. Bei der Front sind die Lampengläser, die habe ich ja verchromt lackiert, also mit so einem Chromspray nochmal angesprüht. Und nachdem die Front nochmal schwarz nachlackiert ist, auch die orangenen Gläser hier eingesetzt, die wir vorbereitet hatten. Genau, das heißt, hier müssen jetzt dann die ganzen LEDs rein. Ich habe die LEDs auch schon vorbereitet, ein paar Widerstände, Kabel in verschiedenen Dicken, da gehen wir nachher drauf ein. Die Knipex, Abmantelzange, Knipex, Seitenschneider, Pinzette, der Lötkolben, Heißluftgebläse, Schrumpfschläuche, Heißklebepistolen. Also es ist so ziemlich alles am Start hier. Hier und da werde ich mit Sicherheit noch was holen müssen. Die dritte Hand ist auch dabei. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt legen wir einfach mal los mit den Rundumleuchten. Auch hier habe ich mir dann was anderes überlegt, wie wir sie anschließen. Weil ich ja immer noch dieses Problem hatte mit dem Kurvenlicht oder Abbiegelicht, wie ich das hier gestrickt bekomme. Und ja, ich glaube, ich habe einen guten Kompromiss gefunden, aber da gehen wir nachher direkt drauf ein. Ja? Ich hole euch mal ein bisschen weiter mit runter, dann seht ihr besser und dann schauen wir uns die Sachen einfach in Ruhe an, machen das gemeinsam und genau, los geht's! Gut, ich habe mir gedacht, wir fangen direkt hier mit den Rundumleuchten an. Die haben wir ja abgesägt und die schauen jetzt natürlich so schön kurz aus. Hier habe ich einfach so einen Plastikdeckel draufgeklebt, so einen grünen. Beziehungsweise der war natürlich nicht grün, den habe ich dann auch in der Ding lackiert. Und so bauen wir es ein. Einen habe ich schon mal abgeschnitten und da bauen wir jetzt beide zusammen ein. Ich habe mir gedacht, wir machen die hier rein und gehen mit dem Kabel hier auf der Seite einfach runter. Ja, so. Und bei dem ersten Stück habe ich jetzt so ein Stück Schrumpfschlauch. Direkt, dann ist das Kabel nämlich eigentlich direkt auch versteckt. Man sieht es nicht so direkt, weil es leuchtet natürlich dann auch nicht in den bunten Farben hier raus. Deswegen packen wir das jetzt hier mal schnell ein. Dann ist es auch gleich ein bisschen geschützter. So. Hier mal. Ich entschuldige mich gleich, wenn ich dauernd immer wieder mal an das Stativ komme. Aber ich muss hier mal außen rumlangen. Deswegen bauen wir das hier ein. Jetzt schauen wir gerade mal, sollen wir es von oben oder unten rein durchstecken. Ich glaube, das stecken wir jetzt von unten durch. So. Und ich wollte das ja, dass das möglichst ganz knapp bündig hier ist. Das heißt, dass es nur so ein Müh hier rausguckt, beziehungsweise eigentlich gar nicht rausguckt. So. So habe ich mir das vorgestellt. Das heißt, man sieht hier jetzt wirklich nur das Licht und hier innen drin ist das blaue Gehäuse jetzt so gesehen versteckt. Ja, also ist sehr dezent, aber wir werden es nachher sehen. Es leuchtet natürlich wunderbar, von dem her alles überhaupt kein Problem. Dann schauen wir mal, ob die warm ist. Also ich mache jetzt hier ein bisschen Heißkleber einfach hin, damit die nicht mehr verrutscht. Rum ein bisschen. Und dann klebe ich genau auch hier das Kabel direkt oben rein in die Kabine. So. Wir bauen natürlich auch die zweite direkt ein. Schicken wir einfach hier jetzt mal durch. So, dass es möglichst gleich aussieht. Und gut, oder? Jawohl. Den kleben wir hier ein bisschen fest. Wenn was rauskommt. Und dann machen wir das so, dass wir beide jetzt hier den hier auch noch abschneiden. Und dann machen wir hier ein Kabel draus, das hier runter geht. Das heißt, wir schneiden die auf gleicher Höhe ab. Ja. Hier ist so ein Befuddel, das schneide ich jetzt gleich noch mit weg.
Jetzt hier die Stücke weg. Und wir nehmen jetzt hier so einen bisschen dickeren Schrumpfschlauch, damit auch beides reinpasst. Schauen wir mal, wie wir hier so brauchen. Machen wir mal so. Dann kommen wir auf jeden Fall bis nachher ins Gehäuse oder beziehungsweise bis zumindest unter den Sitz rein. Das müsste gut passen. Jawohl. Jawohl, so, also einmal Schrumpfschlauch, einmal hingeklebt, wunderbar. Und dann haben wir die hier schon mal soweit drin. Die löte ich jetzt einmal zusammen. Wer sich fragt, was ist das für ein Lötkolben, Schrumpfschläuche, Kabel etc., ich verlinke euch alles unten. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken, da haue ich euch das ganze Zeug rein. Dann seht ihr, mit was ich hier arbeite. So. Also ich löte es jetzt einmal zusammen und löte dann einmal ein längeres Kabel hin. Und zwar, ich habe jetzt drei verschiedene Kabelarten da. Ich habe einmal die 0,14 Quadratmillimeter Litzen, das sind auch schon sehr dünne Kabel. Da, auf die fahre ich mit ungefähr, kann ich mit maximal 3 Ampere drauf fahren. Das habe ich tatsächlich jetzt hier in dem Beleuchtungsset eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen, ich habe noch 0,08. Die sind also nochmal ein ganzes Tick feiner. Schauen wir mal. Ja. Schlepp drauf. So. Die sind also nochmal feiner als die anderen. Und das sind Silikonkabel, also sehr geschmeidige Kabel. Und ich habe das Ganze nochmal als 0,05. Und zwar auch hier in allen möglichen Farben. Also die 0,08 kann ich so bis 1,5 Ampere belasten. Das heißt, es sind dann schon ein paar LEDs und die 0,05 wären maximal 1 Ampere. Und jetzt die zwei, also ihr seht, das ist richtig, richtig dünn. Die zwei Rundumleuchten haben im Betrieb jeweils 0,3 Ampere, das heißt zusammen 0,6 Ampere. Das heißt, ich kann mit den ganz kleinen Kabeln hier arbeiten. Ihr seht selber, die haben ja auch standardmäßig schon diese futzelkleinen Kabel hier dran. Ich werde aber jetzt hier, weil ich gehe ja direkt ins Modell, habe also jetzt hier auch kein Problem, ein bisschen dicker zu werden, werde ich die 0,14er nehmen, denn die lassen sich nachher einfach schöner weiterverarbeiten zum Anschließen und zum Löten. Ja? So, genau. Das heißt, da mache ich einfach jeweils ein Fetzen hin. Damit ich die direkt runterziehen kann und wie gesagt, abgeschnitten sind sie ja gleich. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal längere Kabel hin, dass die schon mal im Modell soweit sind. Soweit so gut. Das ist jetzt der Anschluss. Der kommt jetzt dann nachher hinten, hinterm Sitz, einfach ins Modell. Und dann ist es eigentlich auch schon soweit fertig. Normalerweise müsste ich ja jetzt hier so einen Stecker wieder hinlöten. Aber ich werde es anders anschließen. Denn mir geht ja ein Kanal ab. Also mir fehlt ja nach wie vor der Kanal für das Kurvenlicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich hier nicht über Signal gehe, sondern nur einfach Strom drauf gebe auf die, dann habe ich ganz normal mein Rundumlicht und das reicht mir eigentlich. Das ist ja genau das, was ich will. Also ich will nicht, dass das Ding flackert und blitzt und was weiß ich, sondern mir reicht, wenn das einfach ganz klassisch im Kreis läuft. Das macht das. Das heißt, ich kann das hier über Plus und Minus über ein Schaltmodul einfach mitfahren und da habe ich ja genug Kanäle frei oder genug Funktionen noch frei, um das darüber zu schalten. So mal der Plan, deswegen bleiben jetzt die Kabel einfach offen. Und werden, wie gesagt, hier jetzt einfach hinten ins Modell eingeführt.
Erster Baustein erledigt, würde ich sagen. Dann machen wir gleich weiter, und zwar mit unserer Front hier. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, die habe ich hier verkrümmt. Da kommen die Lampen nachher rein. Das machen wir aber nachher. Jetzt machen wir erstmal schnell hier die blinkenden Frontblitz-LEDs rein. Und ich habe es mal kurz getestet. Ich habe orange LEDs und ich habe weiße LEDs. Die weißen schauen tatsächlich einfach besser aus. Ich dachte eigentlich mit orange, dass es dann nochmal diesen Effekt einfach verstärkt. Aber mit weiß schaut es tatsächlich einfach besser aus. Gell? So, die habe ich eingeklebt und ich habe hier jetzt schon ein bisschen Platz gemacht, wo dann die LEDs eben, ich sage jetzt mal, rauskommen. Wir werden jetzt die relativ flach einbauen. Ich mache überall den Widerstand gleich hin, das erkläre ich euch auch gleich. Und wir schauen, dass wir hier im Endeffekt wieder dann durch das Ganze rauskommen. Wahrscheinlich auf der Seite hier. Und dann kommen wir dann raus und gehen dann im Endeffekt ins Modell direkt weiter als Verkabelung. Ja. Hier unten haben wir Platz, das heißt, hier werden wir auch hier irgendwo dann die Kabel hochlegen. Aber jetzt werden wir erstmal diese Frontblitzer-LEDs einbauen. Ja. Dazu nehmen wir das ganze Ding einmal nochmal auseinander. Wenn ich es denn schaffe. So. Ja, also hier sind diese Löcher, da kommt man dann auch im späteren Verlauf immer noch wieder noch gut hin. Und die LEDs, die kleben wir einfach jetzt ganz stumpf da drauf. Erstmal. Das heißt, wir brauchen hier 4 weiße LEDs. Und bei den LEDs, das ist Popel einfach an sich, die haben immer Werte angegeben, was die dann an Widerstand brauchen. Ihr könnt die gleich fertig kaufen. Viele bieten sie an, da gebe ich an, ich will 12 Volt drauf schicken und dann passen die mir meinen Widerstand direkt drauf an. Oder man rechnet es aus. Ich habe jetzt hier bei den Orangen zum Beispiel 12 Volt, haben sie 1,9 Volt. Abnahme bei 20 mA, das heißt, das gebe ich in einen Widerstandsrechner ein, einfach googeln und dann kriege ich raus 505 Ohm. Dann kann ich einen 1 größer nehmen, müssten 520 oder 570 Ohm sein, der nächste, und dann nehme ich einfach den. Und dann passt es. Ja? Ist also, wie gesagt, relativ einfach. Und dann ist es so, wir haben hier 2 Fahnen. Die lange ist Plus, die andere ist Minus, und wenn ich es falsch rum anschließe, dann leuchtet sie einfach nicht. Und wenn ich jetzt die Dinger schon abgeknipst habe, ich weiß nicht, ob ihr das seht, habt ihr das hier überhaupt gerade gesehen? Ja, eine lange, eine kurze. So, eine lange, eine kurze. Die lange ist Plus, die kurze ist Minus. Und dann sind die auch so abgeschnitten. Die haben immer eine abgeschnittene Seite, in dem Fall jetzt die kurze Seite. Und es ist immer die kurze Seite abgeschnitten. Also das Minus, da habe ich was abgezogen. Minus, abziehen. So merke ich mir das. Da ist das Gehäuse gerade abgeschnitten. Ja? So. Ich klebe die jetzt alle einfach hier mit Heißkleber ein bisschen hin. Dann löten wir die Teile drauf, biegen uns das noch gerade, so wie wir es halt brauchen, und ziehen die Kabel raus. Also wie gesagt, relativ simpel, aber genauso funktioniert es mit am besten. Und ich muss natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, wenn mal eine kaputt geht, wenn mal irgendwo was schief geht, dann muss ich ja das ganze Ding auch wieder öffnen können, und mit dem Heißkleber, ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund, aber bei LEDs und Kabel verlegen ist es halt einfach, weil das kann ich einfach wegziehen, kurz ein bisschen abschaben, dann bin ich wieder schick, ja? Und dann kann ich da das ganze Ding austauschen. So, also machen wir das kurz. Soweit so gut, ist jetzt mal alles reingeklebt, und jetzt machen wir hier überall einen Widerstand. Ich weiß, ich könnte es ja auch zusammen in Kette und so weiter und so fort, mache ich aber eigentlich nie, weil es einfach irgendwie nicht richtig funktioniert. Also ich weiß nicht, stelle ich mich zu blöd an, wahrscheinlich ist es das, aber wenn ich die in Kette schalte, dann es funktioniert nicht auf Dauer bei mir. Also das ist immer... Das bringt mehr Probleme, als dass es mir Lösungen bietet. Was ich manchmal mache, ist das, dass ich natürlich die Kabel weiter ziehe, wenn ich jetzt hier gar keinen Platz habe. Dass ich sage, okay, ich gehe jetzt weiter weg. Und mache dann erst den Widerstand rein. So,
Ich knüpfe jetzt überall das Plus weg. Ich mache den Widerstand immer bei Plus hin. Ich bin kein Elektriker, Leute. Ich mache das einfach nur so, wie ich es halt mache und es bei mir eigentlich auch immer funktioniert. Also nagelt mich da nicht fest. Ich glaube, normalerweise macht man es auf die Minusseite. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es halt so, wie es funktioniert. So, also ich kürze das und jetzt löte ich überall einen Widerstand hin. Dann ist das schon mal safe. Warum mache ich auch die Widerstände immer direkt hin? Ich habe natürlich auch schon eben das mit den längeren Kabeln und dann kann ich nachher den Widerstand einlöten und so. Wenn ich das vergesse und ich will was testen und ich schicke da 12 Volt raus, sind die kaputt. Dann fange ich einfach wieder von vorne an. Und das ist was, das nervt mich unbandig und das passiert mir leider immer wieder oder ist mir immer wieder passiert. Und mittlerweile wird einfach direkt der Widerstand eingelötet und dann ist das Thema erledigt. Da kann dann nichts mehr viel passieren. So, die LEDs sind drin. Hier ist doch enger geworden als gedacht. Ich musste jetzt hier doch ein bisschen Kabel ein bisschen rumfriemeln, aber das passt soweit alles ganz gut. Ich habe auch die wieder zusammengeführt und zwei lange normale Kabel hingemacht. Das heißt, das wird jetzt nachher einfach der Frontblitzeranschluss in dem Modell. Und genau, dann haben wir die LEDs auch schon mal am Start. So, wir wollen auch direkt weitermachen mit den Lampen hier vorne. Und bevor wir das jetzt hier einbauen, nehmen wir die noch einmal kurz raus. Wenn ich sie rauskriege. Und dann müssen wir noch ein bisschen nachbohren. Na, wo brauchst du? So, also. Ich habe die ja mit der Chromfarbe angesprüht, weil die ja sonst einfach nur so grau sind und die sollen ja trotzdem die Lampen ausschauen. So, damit, weil das Chrom immer ein bisschen aufbaut, müssen wir jetzt hier einmal ein bisschen nachbohren, damit die LEDs jetzt dann auch gleich hier schön rein passen. So. Okay. Genau. So, dann haben wir das auch schon. Und ich würde die tatsächlich direkt einbauen oder eingebaut lassen, weil das stört mich nicht. Dann halten die auch gleich und fliegen nicht in der Gegend rum. Das sollte also gar kein Thema sein. So, dann sind die da drin. Und jetzt habe ich mir hier so einen Plan raus. Das ist aus dem Forum, wo die beschriftet waren. Das heißt, wenn wir hier die Rechte haben, haben wir hier Fernlicht, ist innen,
Außen ist es Abblendlicht, wir haben oben rechts den Blinker und unten haben wir dieses Abbiegelicht, Tagfahrlicht. Ich werde auf jeden Fall einfach eine weiße LED jetzt mal einbauen und guck mal, dass wir das als Abbiegelicht auch gestrickt bekommen, technisch. Aber ansonsten wird es einfach ein Tagfahrlicht und ich nehme überall die gleichen LEDs, außer jetzt beim Blinker. Der Blinker wird ein orangenes, aber die anderen werden weiß und ich ändere nur den Widerstand. Das heißt, je höher natürlich den Widerstand wähle, desto dunkler wird das. Das heißt, ich nehme den kleinsten Widerstand jetzt für das Fernlicht, dann leuchtet die am hellsten. Und ich nehme für das Abblendlicht den höchsten Widerstand oder den doppelten Widerstand knapp. Das heißt, dann ist die nicht so hell. Und beim Tagfahrlicht bzw. Abbiegelicht mache ich das gleiche. Der kriegt auch einen höheren Widerstand. Dann ist es einfach nicht so hell und hat einfach ja, eine eigene Leuchtkraft. Ja? So. Das heißt, wir haben jetzt hier oben in den Ecken jeweils ein orangenes, einen Blinker, den wir setzen. Das sind dann die hier. Das sind einfach nur orangene LEDs. Die blinken übrigens nicht selber, denn wir haben hier ein Blinkermodul. So, die knallen wir hier einfach rein. Und durch das, dass wir ja mit 3 mm gebohrt haben, ist es auch schon so wunderbar, eigentlich schon fast fest. So, links und rechts. So, drücken wir gleich fest. Ja, da passiert gar nichts mehr. Also die sind jetzt feste drin. Wunderbar, das sieht auch gut aus. Man muss immer ein bisschen gucken, dass die natürlich auch schön mittig sitzen und so weiter, aber das passt alles. So, der Rest wird weiß. Das sind die weißen LEDs, die wir hier reinstecken. So, die LEDs sind drin und jetzt machen wir das wie folgt. Die orangenen LEDs, da habe ich schon die passenden Widerstände bereitgelegt. Und bei den anderen, wie gesagt, machen wir es jetzt so, dass eben die unterschiedliche Widerstände bekommen. Und hier unten bei den Abbiegelichtern habt ihr gesehen, ich habe schon mal den Pluspol abgezwickt, denn durch das Gebogene sehe ich es nicht mehr so richtig, welcher jetzt der kurze und der lange war und auch welcher abgeschnitten ist. Deswegen habe ich es einfach abgezwickt und ich habe alle noch mal ein bisschen mit einem Tropfen Heißkleber gesichert, dass da jetzt nichts aus Versehen irgendwo abhanden kommt oder wieder rausrutscht. Ja? Ansonsten sind die sauber hier drin. Genau, dann können wir das Ganze jetzt verlöten und die werden mit 2 Kabelbündeln im Endeffekt jetzt nach innen geführt, weil ich nicht weiß, ob ich die jetzt hier in der Mitte dann rein oder oben irgendwo gesammelt reinführe. Da muss ich dann gucken, deswegen mache ich jetzt hier einmal einen Kabelbaum und hier einen Kabelbaum für rechts und für links. Vor allem muss ich ja auch die Blinker rechts und links trennen, denn das geht ja natürlich nicht anders. Ja? Also ich löte jetzt das ganze Zeug mal hin und ja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Soweit sind die ganzen Widerstände jetzt dran. Jetzt ist es so, dass ja die über Plus im Endeffekt alle direkt versorgt werden. Das heißt, die kriegen alle direkten Strom vom Akku oder vom, ich sage jetzt einfach mal, vom Bordstrom und werden über Minus an- und ausgeschaltet. Ja, das heißt, Minusleitungen, die schalten das Ganze. Das heißt, Minus brauche ich jeweils eine eigene Leitung. Ich kann natürlich links und rechts zusammenlegen, außer bei den Blinkern und bei den beim Kurvenlicht, da muss ich es ja auch trennen, aber bei den anderen könnte ich jetzt die Minus links und rechts zusammenlegen. Die Plus kann ich alle zusammenbündeln, das werde ich auch machen, einen Plus links und einen Plus rechts. Spart mir einfach dann hier ein paar Kabel, die mit ins Gehäuse müssen und die Minus ziehen wir dann jeweils einzeln rein. Ja?
So, ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht bemerken durch den Videoschnitt, aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Stunden bis hierher jetzt schon vergangen sind. Also jetzt nur das Löten, ich meine, dass das ganze Projekt unzählige Tage schon verschlungen hat, aber allein das Löten hier sind schon jetzt ein paar Stunden drauf. Ich glaube jetzt 2 Stunden dabei, gut mit Hin- und Herräumen immer wieder, aber es ist unwahrscheinlich, was da Zeit drauf geht. Ich unterschätze es immer wieder. So, ich habe das vorhin jetzt mal kurz getestet, deswegen waren die Kabel auch mal zusammengefusselt. Und dann ist mir natürlich siedend heiß eingefallen, mein Gott, ich muss ja das Kurvenlicht tatsächlich einzeln anschließen, denn anders geht es gar nicht, sonst kann ich das nicht so realisieren, wie ich das möchte nachher. Und deswegen brauche ich hier tatsächlich beide Kabel einzeln, Plus und Minus, und kann das Plus nicht über dieses Bündel mit schleifen, denn das mache ich ja nicht mit einem Schaltmodul, sondern das möchte ich ja ganz anders realisieren. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal schnell das Kabel tauschen müssen bei den beiden. Dann ziehen wir hier so einen Schrumpfschlauch noch drüber und dann machen wir hier an die hier noch ein langes Pluskabel hin für die Versorgung. Und also bevor ich immer diese Schrumpfschläuche dann auch einschrumpf, teste ich das immer ganz gerne. Da hänge ich das kurz ans Netzteil oder ans Netzgerät und dann sehe ich, okay, das funktioniert soweit alles. Und dann passt es. So, und weil ich das vorhin auch wieder vergessen habe nachzugucken, aber ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz interessant, wenn ich alle Lampen hier direkt einschalte, bis auf die Blitzer, die habe ich jetzt nicht mit hingeklemmt, aber unten beide Seiten zusammen, wenn alles an ist, dann bin ich bei 0,12 Ampere, also 12 Milliampere. Ich habe ja vorhin gesagt, wir können die ganz, ganz dünnen Kabel bis zu 1 Ampere belasten. Jetzt sind wir bei 0,12 und haben hier aber unten alle Lampen an. Also da kommen wir echt gut hin bei der Beleuchtung mit den dünnen Kabeln. Da habe ich jetzt soweit keine Bedenken. Ich gehe aber trotzdem immer einfach der Einfachheit halber dann auf die 0,14er. Das ist so ein Standardmaß bei mir, wo ich nehme. Die lassen sich gut löten. Die sind auch dünn und ich kann sie nachher einfach schöner bei den Modulen anstecken. Das passt nämlich dann ganz wunderbar von den Abmessungen her. Deswegen nehme ich immer gerne die, dann ist es einfach eine saubere Sache und ich weiß jetzt, die Einzelkabel sind die dünnen und dann werde ich einfach einen dicker, ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich habe den Platz hier, es ist eh immer ein Gefuddel, also man muss eh gucken, wo die ganzen Kabel langlaufen und es ist natürlich so, je näher ich das Bündel, desto einfacher tue ich mir dann auf lange Sicht hin natürlich ins Modell reinzukommen, weil ich nicht so viele Kabel habe. Auf der anderen Seite muss ich natürlich dieses Bündel auch irgendwo unterbringen, denn ihr seht, das nimmt da jetzt hier auch Platz weg, durch das, dass ich es einfach zusammenpacke. Ja, also da muss man einfach immer irgendwo abwägen, das Ganze. Ja. Jetzt schrumpfen wir das Ganze noch zusammen. Das Ganze mache ich natürlich, damit ich hier keinen Kurzschluss bekomme. Ich mache das jetzt nur bei Plus und ich will, dass die Widerstände geschützt sind. Dass da einfach nichts passiert, denn mir ist es auch schon passiert, dass ich, doof wie ich bin, hier zum Beispiel mit dem Plus vor dem Widerstand unten irgendwo dagegen gekommen bin, weil ich das so zusammengeknüttelt habe. Und dann bin ich also mit 12 Volt ohne Widerstand auf die LED, dann brennt die halt sofort durch, das macht die nicht mit und dann ist schon vorbei. Und dann fange ich ja wieder an, muss hier die LEDs austauschen und das ist gerade in diesem Zustand jetzt, wo ich gekürzte Kabel habe, alles eingebaut ist, ist natürlich das absolute Drama. Deswegen passe ich hier echt immer auf, dass eigentlich ohne Widerstand gar nichts an Strom an die LED hinkommt. Und wie ihr seht, es hat jede seinen eigenen Widerstand. Ja, wie gesagt, man könnte es irgendwie in Kette und bündeln und so, aber so funktioniert es einfach gut und ich bin auf Nummer sicher. Gut,
Da muss ich jetzt natürlich schauen, wie ich das Ganze hier reinlege. Wahrscheinlich wird es irgendwo jetzt hier so rübergelegt und dann gehen wir hier oben einfach mit mittig auch ins Modell rein. So mal der grobe Plan. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ansonsten muss ich hier halt noch ein bisschen ausschneiden und auf der anderen Seite natürlich auch, dass das Ganze hier schön reinlaufen kann. Ne? Ich biege das ganze Zeug immer relativ vorsichtig, dass da jetzt nichts abbricht. Das sollte nicht passieren. Und dann kann ich jetzt das hier alles reinlegen. Ja? Und wie gesagt, ich könnte jetzt die Minuskabel hier eben noch verbinden, aber jetzt komme ich eh schon mit diesem ganzen Pulk und mit dem gehe ich jetzt nach innen und dann habe ich einen Anschlussbalken im Endeffekt für hier vorne. Jawohl, ist das soweit eigentlich auch schon verkabelt? Die haben mir jetzt für den LKW ganz gut gefallen. So, und die passen nämlich hier einwandfrei genau hinten da drauf. Also zwischendrin den Widerstand anlöten und dann nach vorne gehen. Und die kommen schon mit einer LED-Platine, mit so kleinen SMD-LEDs. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. War von meiner Seite her eigentlich gar nicht so geplant. Das heißt, das ist das Fahren. Wenn ich bremse, wird es heller. 7,8 Volt angeschlossen. Ist also ein bisschen dunkler dadurch natürlich. Und ihr seht, die leuchten alle rund. Das heißt, es fällt hier nachher gar nicht mehr so weit ins Gewicht. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Deswegen freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video online geht. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!